Herzlich willkommen, Freunde, ja, heute hier zur neuen Sendung. Ich habe das Feedback bekommen, hey Paul, coole Kette, ja. Ja, kein Problem, zeige ich euch, wie man macht, ja, hier, Kettchen, ja. Kann man auch machen, kann man auch Anhänger machen, kann man ganz vielseitig verwenden, ja. Zeige ich euch, wie man macht, geht ganz einfach. So Freunde, wie gesagt, ne? Heute machen wir Kettchen oder irgendwelche Anhänger oder was. Ne? Kann man Kette draus machen, kann man Anhänger draus machen, passt alles. Ja? Braucht man gar nicht viel für, braucht man einfach nur ein bisschen Stoff oder was, besser gesagt ein bisschen Band. Ja? Und wenn man will, kann man da Perlen dran reinknüpfen, geht auch ganz gut, macht das Ganze hübsch. Kann man jetzt Perlen aus dem Bastelgeschäft nehmen, ja? Kann man ja aber auch irgendwelche Kerne von irgendwelchen Früchten nehmen oder was. Ne? Einfach kreativ sein, aber ein bisschen gucken. Man könnte sicherlich auch Perlen knoten. Ne? Gibt's ja auch ganz tolle Techniken. Wir gucken uns das an. Ich zeige euch das. Geht fix. So Freunde, erster Schritt. Ja, ganz einfach. Nehmt ihr irgendwas hier, einen Nagel ohne Kopf oder was. Kneift ihr ab. Ja. Ein Hammer. Ja. Und schlagt den Nagel irgendwo ein. Ja. Und dann bindet ihr die Kordel. Ich zeige euch das. Ich mache jetzt meine Kordel nicht so lang, dass die für ein Halsband reicht. Ja? Wenn man so ein Halsband haben will, also als Faustformel, sind so ein bisschen Erfahrungswerte. Ja? Aber als Faustformel kann man sagen, man sollte das ursprüngliche Stück Schnur, ja, sollte viermal so lang sein, wie das, was bei rauskommen soll. Ja? Die Kordel verkürzt sich dann enorm. Aber ist so Faustregel, muss man selbst gucken. Ja? Muss man probieren. Erster Schritt, Hammer und Nagel. Ja. So, wir beginnen mit der Kordel. Ja. Ich habe jetzt hier einen Faden. Ja. Einen Faden an die beiden Enden. Die beiden knote ich jetzt zusammen, ja, dass ich so gesehen einen Ring bekomme. Zack. Ja, knoten. Den Knoten nehme ich auf die linke Seite und die rechte Seite, ja, die packe ich jetzt da beim Nagel rein, ja. Und jetzt fasse ich hier hinten an, ja, da hinten, ne, und drehe das Ganze einfach mal, ne. So, drehe ich. Wird erstmal viel gedreht, ne. So, jetzt kann ich euch natürlich nicht sagen, wie viel Umdrehung ihr hier braucht, ja. Ein Erfahrungswert, ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig, ja, muss man gucken. So, jetzt habe ich hier das einmal gedreht, ne? Es ist komplett gedreht und jetzt nehme ich den Faden in der Mitte, halte hier hinten an der anderen Seite immer noch fest und nehme hier hinten das, was ich um den Nagel gespannt habe, nehme ich wieder auf, ja? Beziehungsweise halte jetzt erstmal fest. Und jetzt hat der Faden schon die Neigung, sich selbst zusammenzurollen. Ja? Wenn ich den jetzt einfach loslassen würde, dann würde er das selbst tun und würde sich vertüdeln. Ich muss das jetzt also hier so ein bisschen vorgeben, dass der Anfang hier, ja, dass das schon so ein bisschen angefangen ist. Und lasse es jetzt einfach los. So, zack. Hier oben halte ich immer schön fest. Ziehe das vom Nagel ab. Ja? Und mache jetzt hier oben wieder einen Knoten rein. Und zack, und schon an sich habe ich die Kordel. So, jetzt habe ich hier an sich die Kordel. Ja, jetzt ist die Frage, wie bekomme ich die zu einem Kreis, zu einer Kette? Das ist ganz einfach. Wir haben ja hier an der Seite den Knoten, ne? Da haben wir jetzt zusammengeknotet. Und hier ist kein Knoten. Wir drehen das hier einfach ein kleines Stück auf. Ja. Und somit haben wir dann hier so einen kleinen Ring, ja, so ein kleines Loch. Ja. Und da stecken wir jetzt einfach die andere Seite, die geknotete Seite durch. Ne. Zack, ist ein bisschen Friemelarbeit. So, zack. Super, ja. Drehen das wieder ein bisschen.
Super, ja, und vorhin haben wir jetzt hier so einen Ring, ne? Ja, ist beliebig von der Länge, ne? Kurz, lang, ist flexibel, ne? So. Und letzten Endes knoten wir dann an dieser Seite den Püffel, ja? Wie wir den machen, zeige ich euch jetzt. So, wir kommen zum Püffel, geht ganz einfach, ja? Nehmen wir uns ein Stück Pappe und machen da an einer Seite so ein bisschen den Schnitt rein, ja? Da der Schnitt dient uns, damit wir den Faden da gleich festhalten können. Ne? Der Schnitt ist drin. Nehmen wir uns den Faden, kleben den da rein, ja, dass der hält. Und wickeln jetzt um dieses Pappteil ganz viele Bindungen rum. Ne? Machen wir ein bisschen. So, das soll uns reichen. Ja, man kann natürlich noch mehr Windungen drum machen, mache ich jetzt nicht. Ja. Und ich klemme den Faden hier unten jetzt wieder ein, meinen Schnitt, den ich habe, und schneide das jetzt einfach ab. Ja, super. Ja. Jetzt nehme ich einen neuen Stück Faden. Ich biege die Pappe hier so ein bisschen hoch, ja, dass ich da eine Luft drunter habe, und schiebe den Faden an der Pappe lang unter allen Windungen durch. Ja. Und diesen Faden knote ich jetzt einfach zusammen. Ruhig ein bisschen länger lassen, den Faden oben, ja, könnt ihr immer noch abschneiden. Ihr seid allerdings froh, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Faden habt, könnt ihr besser mit arbeiten. Ja. Und richtig fest zusammenziehen. Ja. Möglichst wirklich an der oberen Stelle schön fest zusammenziehen. Noch einen zweiten drauf. Zack. Ja, so. Jetzt habt ihr das oben zusammengebunden. Ja. So. Und jetzt nehmt ihr die Schere und schneidet das unten auf. Ja. Zack. Na. So, ja, Puffel. Na. Könnt ihr unten noch richtig kürzen, was da übersteht. Na, schön. So. Zack. Na, schon mal hier so Puffel. Ja, ist jetzt vielleicht nicht, das gelbe Kram ist vielleicht jetzt nicht der beste Faden. Müsst ihr gucken, ne? Was so ein bisschen geschmeidig ist, der ist jetzt hier vielleicht so ein bisschen steif, ne? Aber egal, wir machen weiter. Wir sind so weit, dass wir das ja so hatten, ne? Hier hat die ganzen Fäden oben einmal zusammengebunden, ja? So. Wir nehmen jetzt einen neuen Faden hier, ja? Den stecken wir da unten einmal durch, ja? Halten wir hier mit der anderen Hand fest, ne? So, und klappen das wieder zusammen, ne? So. Da oben halten wir es fest, und mit dem anderen langen Faden, ja, machen wir jetzt die Wicklung, das hier oben so ein bisschen zusammennehmen und die Wicklung machen. Wichtig ist, dass die Wicklung fest ist, ne? Das muss richtig Schmackes haben. Wicklungen machen kann man so viel wie man will. Ob jetzt 5, ob jetzt 20, 50. Ja, hat alles seinen optischen Reiz. Ja. So. Mir reichen jetzt hier nur 8 oder 7 oder was. Aus exemplarischen Gründen. Ja. So. Paar habe ich nach unten, jetzt gehe ich wieder hoch. Immer für den Test.
So, ihr seht, hier kommt jetzt ja der Faden raus, den wir zuvor drunter gelegt haben. Ja? Wir machen die Wicklung bis auf diese Seite, ja? Und verknoten das dann zusammen. Ich schneide das hier mal ab. So, und diese beiden Teile verknote ich jetzt. Ne, einmal einen Knoten und zweimal einen Knoten. Ja. Oh. Und schon an sich ist der Puschel jetzt fertig. Ja. Wir schneiden hier oben die Knotenenden noch ab. So, diese beiden Knotenenden jetzt hier, da das kann man jetzt auch ruhig mit dem Feuerzeug ansenken, ja, dass das ein bisschen verschmilzt, das macht Sinn. Ja, ich habe jetzt hier gerade kein Feuerzeug zur Hand, nicht so schlimm. Ja, so, jetzt habe ich das zusammengebunden und habe an sich halt auch schon jetzt diesen Puschel. Ja. Ist jetzt nicht so hübsch, ja, ihr seht die anderen, die sind wesentlich hübscher. Das kommt zustande, wenn man so ein bisschen Baumwolle nimmt oder was, ne. Das hier ist jetzt sehr synthetischer Faden, kommt nicht so gut, ja. Geben das hier unten jetzt alles zusammen und schneide es alles auf einer Länge ab. Ja. So. Ja. Fertig ist so gesehen. Der Puffel. Ja, ist jetzt nicht so puffelig. Ihr seht ja aber die anderen. So, und jetzt machen wir das mit der Kette zusammen. Ja. Bevor ich das festbinde, dieses Teil an die Kordel, welche wir gerade gemacht haben, ziehe ich da noch ein paar Perlen drauf. Ja. Das Ende hier oben ist ein bisschen ausgefranst. Ich nehme da einfach ein bisschen Feuer und schmilze die Fransen an. Ja. Dann gehen die besser durch die Perlen durch. Ja. So, ich habe mir hier Perlen selbst gemacht. Die haben alle diesen Lochdurchmesser. Ja. Habe ich hier in der Seite so schön. Ja, so. Eine Perle, ja, das ist die untere Perle, die habe ich unten ein bisschen aufgebohrt, damit dieser Knoten hier, der hier oben ist, in dieser Perle verschwindet. Ja. Also ziehen wir diese Perle zuerst auf. Ja. Ein bisschen Tüdelkrams, ne? So, geschafft, ja? Perle Nummer 1, ja? Dann mache ich da jetzt einmal einen Knoten rein, so als Abstandshalter zwischen den Perlen. Ne, und ziehe die nächste Perle auf. Ne, wieder einen Knoten und so weiter und so fort. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich alle Perlen drauf habe. Eventuell muss man da auch zwei Knoten hinmachen, ja. Oder den Knoten zweimal verschlingen, damit der Knoten so dick ist, dass die Perlen nicht drüber rutschen. Ne? So. Ja, zack. So. So, jetzt kommt der letzte und finale Teil. Ja, wir hatten ja hier die Kordel, ne, hier.
Und an das freie Ende, was da jetzt so rumhängt, legen wir einfach das Ding so an. Ja, und ziehen in der gewünschten Länge. Oh, ich will das jetzt mal so lang. Und machen da jetzt einen Knoten rein. Ja, verknoten so gesehen alles miteinander. So, schneid das da wieder ab. So, wenn mir das gut hält, ja, gehe ich da jetzt mit dem Feuerzeug dran. Ach, was vergessen, ne, da unten, das muss natürlich auch noch abgeschnibbelt werden. Ne. So. So, wenn mir das gut hält, gehe ich da jetzt mit dem Feuerzeug dran, ne? Verschmilzt das ein bisschen miteinander. Ist natürlich bei synthetischen Stoffen einfacher als bei einer Baumwolle, muss man vorsichtig sein. Hier unten den Knoten verschmilze ich auch nochmal miteinander, ne? So, und fertig ist das Ding jetzt, ne? Zack, Kette hier mit Bommel dran, ja. Ist jetzt nicht so das Ultimativteil, ja, aber um zu zeigen, wie die Technik geht, jetzt hier innerhalb von 5 Minuten, ja, kann man schöner machen, ne? Wird es ganz gewiss auch, ne? Wenn man sich dafür Ruhe lässt, ne? Wenn man das jetzt hier nur für ein Video innerhalb von 5 Minuten fertig machen will, ist man natürlich ein bisschen hastig, ja. Ihr habt gesehen auf dem Foto, oder ihr seht, wie schön das aussehen kann. Gut, Freunde. So, wenn euch das Video gefallen hat, ja, teilt das, klickt bei YouTube auf, gefällt mir, abonniert den Kanal, ich würde mich freuen, ja, auch über Feedback. Wenn ihr auch so eine Kette gemacht habt, sendet mir mal ruhig das Foto zu über paratodo.de, kann ich auch gerne veröffentlichen. Ich wünsche euch was, bleibt bei besser Gesundheit und noch einen angenehmen Tag.